Ja, da ist natürlich schon ein bisschen was weg hier, ne? Wenn da überhaupt noch was übrig ist. Hier sieht es auch nicht besser aus. Ja? Sonderlich viel ist da nicht mehr übrig. Steg ist vielleicht noch ein bisschen heiler, aber der Rest. Das nochmal 100 Jahre mitmacht. Die Korrosion des Stahlträgers ist bereits so weit fortgeschritten, dass vertikale Risse zu sehen sind. Der Steg auch so weit gerostet, dass es zu einer horizontalen Rissbildung gekommen ist. Sieht man hier. Hat es die Kappe mal so 1,5 cm zur Seite geschoben. Soweit es ging, haben wir den mit Rostschutz bepinselt und einen Stahlträger drunter gezogen. Falls irgendwas passiert, dass der abgefangen ist, links und rechts. Ja, gleiches Spiel auf der anderen Seite. So, was ist hier im Detail passiert? Ich habe den alten Stahlträger hier gehabt. Der hat hier Rost angesetzt. Der Rost hat meine Kappe zur Seite gedrückt, Risse erzeugt. Der Rost hier unten hat hier Risse erzeugt, weil das ja nach oben geschoben wurde. Und der Rost hier, er hat meine Wand nach oben geschoben. Und das sind dann die Risse hier. Wie komme ich darauf, dass das Schubrisse sind? Infolge des Rosten des Trägers. Wenn man einen Stahlbetonbalken belastet, man hat hier Auflager und geht hier mit einer Last drauf, hat man zuerst Zugrisse und die weiten sich immer weiter aus nach draußen. Wie kommt das? Wenn ich ein Brett oder eine Styroporplatte und noch eine Styroporplatte drauf tue und dann hier drücke, passiert Folgendes. Schiebt sich durch und die obere Platte ist dann länger als die untere. Und diese Bewegung, dann müssen wir mir das ablaufen mit den Schuhfrissen. Hier ist noch das Heile. So. Wenn ich jetzt drauf drücke, ja, bewegt sich das. Diese Bewegung, die habe ich auch hier. Und das sind die gleichen Risse. Daran erkennt man, dass die nicht tragende Wand nach oben gedrückt wurde. Die Außenwand 36,5, innen 12er. Ja, die Außen bleibt stehen. Und die Innen hat es einfach hochgedrückt durch die Korrosion des Stahlträgers.